Wie ihr eine Excel-Datei in eine SQL-Datenbank importieren könnt, das sehen wir uns nun an. Wenn euch dieses Video gefällt, bitte ich euch um einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Und jetzt legen wir los. Ich habe Visual Studio geöffnet und werde im ersten Schritt einen Dataflow-Task verwenden. Diesen nenne ich Datenimport. In diesem Dataflow-Task verwende ich nun eine Excel-Quell-Komponente, mit der ich die entsprechende Excel-Datei verbinde. Dazu erstelle ich eine neue Verbindung zu dieser Excel-Datei. Bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt wähle ich das Arbeitsblatt von dieser Excel-Datei aus und sehe mir nun den Inhalt dieses Arbeitsblattes an. Im nächsten Schritt kann ich mir auch noch einen Überblick der vorhandenen Spalten geben lassen und bestätigen mit OK. Nun, im nächsten Schritt möchte ich nun diese Excel-Datei in den SQL-Server importieren und wähle die SQL-Server-Destination-Komponente. Auch hier vergebe ich einen Namen und verknüpfe diese mit der Excel-Komponente. Nun muss ich auch hier eine entsprechende Verbindung zur Datenbank erstellen. Diese wurde bereits erstellt und ich wähle diese aus. Nun muss ich auch die Tabelle erstellen, in der die Daten von dieser Excel-Datei geladen werden. Diese werden standardmäßig generiert. Ich wähle diese aus, prüfe noch die entsprechenden Mappings . Diese sind in Ordnung. Ich hätte auch die Möglichkeit, eine Spalte zu ignorieren. In meinem Fall tue ich das nicht und bestätige mit OK. Nun kann ich das Datenpaket ausführen und Visual Studio ladet mir die Daten aus der Excel-Datei in den SQL-Server. Wie ihr seht, wurden nun 100 Datensätze geladen. Diese kann ich mir nun mit dem SQL Management Studio aufrufen. Mit einem Selector 1000 sehe ich nun den Inhalt der Tabelle. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar und ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.